was uns erwartet. Erforsche das alte Nuka-Cola-Werk. Auf geht's hinein. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout Shelter. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und ja, wir warten voller Gespanntheit, voller Gespanntus auf den Gary Clark, bis der fertig ist. Beziehungsweise, dass wir die Abenteuerdurst machen können, schließen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich diese Folge heute machen kann, vielleicht auch nur 10 Minuten. Aber ich versuche es trotzdem immer schon so 15 Minuten mindestens zu machen. Eine Minute. Und wir warten auf die Minute. Null Minuten. Ja, was denn jetzt? Ich möchte doch anfangen. Wieso jetzt zeigt ihr mir null Minuten an? Null Minuten, 60 Sekunden wahrscheinlich. Da steckt schon wieder unser mysteriöser Fremder. Die Kronkorken nehmen wir doch gerne. So. Dann haben wir noch Wasser. Das nehmen wir wieder gerne mit. Da haben wir noch Strom. Und ausgerechnet jetzt kommt der Raiderangriff. Na, ganz große Klasse. Ausgerechnet jetzt, wo ich anfangen wollte. So, dann schauen wir mal, wie viel unsere Vault-Tür aushält. Unsere neu gebaute. Und schauen wir mal, ob das Empfangskomitee, die hier denen hier einen guten Empfang bereiten kann und dass sie hier nicht in unseren Vault eindringen, mehr oder weniger. Das Wasser sammeln wir noch ein. So, der segnet jetzt auch gleich das Zeitliche. Ja, wunderbar. Komm, die können wir eigentlich gleich mitnehmen. Söldnerausrüstung verkaufen? Nein, das möchte ich sammeln. Ich verkaufe doch nichts. Und vor allem nur für 10 Kronkorken. Was ist denn das? So. Abenteuerdurst. Betreten. Los geht's. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Erforsche das alte Nuka-Cola-Werk. Auf geht's hinein. Noch sehen wir nichts. Ich darf nicht vergessen, bald bin ich wieder zurück im Vault. Na, aber sicher doch. So. Hier haben wir ein Stimpack. Boah, diese Musik. Ich liebe diese Musik. So, dann mach mal diese Radkakerlaken fertig. Mein Lieber, der hat ja nicht mal ein Haustier dabei, aber dafür 20 Stimpacks und 21 Stimpacks und 20 Red Away. Kniekracher, 6 bis 11 Schaden. Komm, mach sie fertig. Gibt's hier sonst noch was zu sehen? Nee, ein Terminal, ein paar Schränke. So, sehr schön. Optimistisch, muss optimistisch bleiben. Eine Lupe haben wir gefunden. Was haben wir hier? Eine Nuka-Cola Quantum und... Komm, geh mal darüber. Hallo? Hallo? Okay, dann verschieben wir eben die Ding.
in die Kamera. Dann fahr mal eins runter. Geh mal darüber. Und dann schauen wir, was uns erwartet. Wieder zwei neue Radkakerlaken, als hätte ich es geahnt. So, dann machen wir hier gleich mal einen kritischen Treffer. Oh ja, ich hätte ihm eigentlich kein Stimpack geben müssen. Der hat sich jetzt selbst geheilt. Habe ich zu spät gesehen. Nuka-Cola. Und mehr konnte ich nicht lesen. 1, 2, 3 wilde Ghule. Das wird etwas abenteuerlich. Was haben wir denn hier drin Schönes? Kann ich noch nicht draufklicken. Oh, 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 oh. Der verliert ja ganz schön schnell an Gesundheit. Gut, dass ich ihm so viele Stimpacks mitgegeben habe. Ja, zu zweit wäre es doch besser gewesen hier. Die hauen ja ganz schön drauf, die Ghule. Yeah, 5-facher Schaden, sehr schön. Ich fühle förmlich, wie sich der Dreck in meine Haut frisst. So, dann haben wir hier eine Robe oder irgend sowas. Eine, oh, keine Ahnung, was das ist. Und ein Luftgewehr könnte das sein. So, eins runter, weil woanders können wir sowieso nicht hin. Was haben wir denn hier? Ein Faden und ein weiteres Gewehr. Ordentlich viele Kronkorken. Naja gut, 57 sind jetzt nicht ganz so viele. Nicht schlecht. Und schon wieder. Schon wieder drei Ghule. Kann ich dem jetzt eine bessere geben? Rostis Luftgewehr, verbesserte Jagdflinte. Ja, du kriegst gleich. Boah, die Stimpacks gehen aus. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte ihn nicht alleine losschicken sollen. Ich hätte ihn nicht alleine losschicken sollen. Aber gut. Ich dachte, ich weiß es besser. Scheibenkleister. Soll die ganze Zeit aufpassen, dass er nicht zu viel Schaden abbekommt. Und ihm ein Stimpack geben. Ja, sind denn die bald fertig? Oder ist der bald fertig mit denen? Kriegst gleich dein Stimpack. Du willst das auch nicht unbedingt verschwenden. Komm, hau ihn endlich mal eine drauf. Jetzt kann ich eigentlich, kann ich den kritischen Treffer mir aufsparen. Den spare ich mir jetzt auf, den kritischen Treffer.
für den nächsten wilden Ghoul, der dann gleich mit einem Schuss erledigt werden kann. Weil ich bin mir sicher, dass das nicht noch die einzigen wilden Ghoule sind. Hier werden noch ein paar liegen. Boden, so klebrig. Ui, was habe ich denn jetzt gefunden? 32er Pistole, 1 bis 2 Schaden. Das ist ja gar nichts. So, gut, dann gehen wir da rein. Und dann schauen wir hier weiter. Wir haben einen weißen Kittel. Das ist ein Laborkittel, der die Intelligenz steigert. Ja, keine Ahnung. Wo gehen wir hin? Gehen wir mal hier oben hin. So, und dann schauen wir hier rein. Ach, die anderen Viecher da. Nein, ich möchte es mir aufheben. Nein, möchte ich nicht. Hoffentlich sind hier noch ein paar Stimbacks, weil nicht, dass sie dann jetzt ausgehen. Dann habe ich ein Problem. Schauen wir mal, ob wir es schaffen oder nicht. Sehr schön. Ich frage mich, wie man ohne fließend Wasser O verstehe. So, was hat er denn hier für eine? Eine 32er. Eine verbesserte Kaliber 44er Zielfernrohr. Okay. Haben aber alle nicht so hohen Schaden. Ah, schon wieder. Die Red-Kakerlake. Ja, laufe ich jetzt durch das ganze Gebäude, um sie dann am Ende zu finden. Weil manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sie gleich am Anfang findet und die Quest abgeschlossen ist und man gar nicht durchs ganze Gebäude muss. Aber jetzt ist es wahrscheinlich umgekehrt so. Ich laufe erstmal durchs komplette Gebäude, um dann die Quest abzuschließen. Noch ein bisschen aufpassen, dass unsere Stimbeck reichen. Ja, 7 Stimbecks habe ich noch, aber die können schneller sein, schneller aufgebraucht sein, als ich denke. So, sehr schön. Langsam fange ich an, diesen Ort zu hassen. Und wir haben 2 Stimbacks bekommen. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Uff, das war Rettung in letzter Sekunde. Diese wilden Ghule haben es in sich. Du sagst es. Artiemor. Entdecker, Plünderer, Allround-Talent. Ach, so heißt der. Artiemor. Hat jemand Paula Plumpkin gesehen? Klar, nette Dame, die Wilden haben sie in ein verlassenes Gebäude verschleppt. Oh. Abenteuer ist abgeschlossen. Das dürfte nützlich sein. Jetzt ist nur die Frage, suchen wir noch weiter oder nicht? Nein, ich kann jetzt aber auch nicht mehr weglaufen. Okay. Die Frage hat sich von selbst beantwortet. Ich hätte doch nicht mehr weitergehen sollen. Kann ich zurück zum Bord gehen? Los, zurück zum Vault. Hopp, du hast da drin nichts mehr verloren. Bevor du da drin noch drauf gehst. Den schnell rausholen. Nein, jetzt erreicht nicht. Wir haben erreicht, was wir wollten. Schließen. Ja, wenig Lagerplatz. Das Outfit ist fertig. Dann suchen wir gleich mal nach einem neuen Outfit, was wir herstellen können. Glück. Perception, gepanzerter Voltanzug. Handwerker Overall, den nehmen wir mal mit. So, sind die denn bald fertig? 52 Minuten noch. Nein, sind sie nicht. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss, euer Busfahrer.
So, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.